Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Heute sind wieder zwei Experten zu Gast und auf der anderen Seite aber auch meine Frau Gemahlin, die sich bereit erklärt hat, heute einen Tropfen Blut zu spenden, um hier über die Epigenetik zu schauen, zu analysieren, was Gesundheit heißt und was eigentlich aus der Epigenetik schon alles angeschaut werden kann, um einen Gesundheitsverlauf zu begünstigen. Und das freut mich sehr, hier mit den Zahlen, nackten Wahrheiten aufwarten zu dürfen, und nach dem Intro legen wir sofort los. Ja, und da sind wir wieder. Jetzt darf ich Ihnen die zwei Gäste von der Expertenseite gerne mal vorstellen, nämlich die Sandra Speit. Ganz herzlich willkommen, liebe Sandra. Hallo, Alexander. Du bist Heilpraktikerin, aber auch Expertin im Bereich Epigenetik, aber auch die Geschäftsleiterin der SNE-Stiftung. Und auf der anderen Seite Professor Dr. Urs Gruber. Herzlich willkommen, lieber Urs. Danke schön. Und hier meine Frau Gemahlin, Gabriela Glock. Ganz herzlich willkommen. Danke, dass du den Tropfen gespendet hast. Den Tropfen gerne, hier sitzen weniger. Ja, ist gut. Ja, wir gehen gleich in diese Daten mal rein und schauen uns an, was die Epigenetik, dein Labor in Österreich, uns alles für Daten geliefert hat aufgrund eines Bluttropfens. Und wir schauen uns das jetzt auch da schon mal an. Ich übergebe das jetzt auch wieder mal gern dir so ein bisschen. Was liest du daraus? Lebensstil? Telomerlänge, das heißt, meine Frau wird mich überleben. Hä? Ja, was soll ich jetzt da sagen? Die Chancen stehen gut, oder? Vielleicht ganz kurz zum Begriff selbst, also Epigenetik, wenn wir das sagen. Epigenetik ist so ein allgemeingültiger Begriff, wo man sagt, Epi heißt ja drüber, und Genetik ist die Genetik. Alles, was über der Genetik ist, und das kann man so betrachten, dass man sagt, wenn ich mit dir, lieber Alexander, zum Beispiel ein Gespräch führe, nicht gute Worte nutze für das, kann es ja, das ist ja aus deiner Sicht dann auch etwas Epigenetisches, das passiert. Ja. Oder eine schöne Kultur oder ein gutes Umfeld, ein guter Chef und so weiter. Das wären ja alles Einflüsse, die epigenetisch auf uns einwirken. Und was wir jetzt hier haben, ist eigentlich die in der Biologie, in der Mikrobiologie geschaut, was wird von den Genen, den individuellen Genen, je nachdem, wer den Blutstropfen geliefert hat, produziert. Also welche mRNA, welche Teile aus der Genetik werden abgelesen, damit der Körper etwas daraus macht. Mhm. Beziehungsweise sieht man dann auch, je nachdem, welche Marker, das man da misst, und sich die entsprechenden Fragen stellt, wird das gut abgelesen oder halb gut oder ist es quasi abgestellt? Das könnte ja sein, man kann sich es vorstellen, wie wenn man durch eine Stadt fahren würde und da gibt es eine schöne Tank, also eine Verbindung, und da gäbe es ganz viele Ampeln, wo man eigentlich schaut, grüne Welle, ja. Genau, auf die Fragestellung, ist eine grüne Welle da oder gibt es da irgendwo orange-rot oder ist eine Baustelle, bevor die Stadt zusammenbricht eigentlich. Und das ist vielleicht auch etwas sehr, sehr Positives, wenn man von epigenetischer Analyse spricht, aus der Biologie, aus diesem Labor, um einfach mal grundsätzlich bestimmte Zahlen, Daten und Fakten von sich selbst bekommt. Wenn man eine Übersicht macht und auch mal ganz kurz schaut, ging es hier ja in diesem Panel, es gibt ja ganz unterschiedliche Panels, ging es darum, um quasi ein gesundes Altern, sich die Frage stellen, kann man, die Person möchte gesund altern, gibt es da Baustellen, gibt es da rote Fahnen zum Beispiel und so weiter. Und man sieht, aufgrund dieser rot-orange-grün-Färbung auf der Seite, sieht man, muss man auch gar nicht so viel davon verstehen, glaube ich, sieht man schon mal, in welcher Richtung das geht. Und wie gesagt, hier geht es um eine Gesundheitsmessung, nicht um eine Messung, dass man eine Krankheit finden will im Sinne einer Diagnose. Ganz, ganz wichtig, also für jedermann zugänglich und möglich. Wir sehen, dass da ganz, ganz viel im grünen Bereich ist. Wenn ich dich natürlich etwas kenne, wundert mich das natürlich nicht, einerseits, ja.
Zum anderen muss ich sagen, jeder Mensch hat doch ein Leben noch vor sich, ein ganz langes, aber hat auch schon ein Leben hinter sich. Und in der Regel ist es ja nicht so, dass alles immer sehr linear verläuft. Wäre vielleicht auch langweilig, aber es gibt Dinge, auf die könnte man verzichten im Leben. Und das kann sein, dass das zum Teil Spuren hinterlässt. Und wenn das Spuren hinterlässt, dass da die Ampel auf Rot ist und der ganze Lebenszug da immer eine Umleitung fahren muss, quasi in sich selbst, dann wäre das ermüdend, man würde älter, also es würde sich älter darstellen im Körper, würde man biologisch älter wirken. Und wenn wir das hier betrachten, dass man einerseits sagt, es war ein Fragebogen für Ernährung und Lebensstil, hast du ausgefüllt, verdankenderweise, damit wir das hier zeigen dürfen, wo wir auch dankbar sind, sehen wir, da ist so viel im Guten, im Grünen. Die Fragestellung könnte jetzt noch sein, könnte man es noch grüner stellen? Dann würde ich oder wir, haben wir hin und wieder dieses Thema, sagen, ja, wir sind jetzt nicht diese Fanatiker. Ja. Es gibt ganz viele Dinge, in welche, dass es auch psychoemotional mal ins grüne Licht rücken könnte. Bevor sehen wir es ganz, ganz gut. Ja. Noch ganz kurz, wenn ich ein bisschen retroperspektivisch schaue, 4 Kinder, wir haben nicht viel Bewusstsein gehabt zur Gesundheit. Mhm. Erschöpfung hatte sie extrem, Mängelerscheinungen. Ja. Wir haben sie in den letzten Jahren wirklich mit viel Wissen aufgebaut. Und genau. Wenn man heute das anschaut, dann sehen wir... Sich die Mühe gelohnt. Genau. Ja. Genau. Aber es zeigt auch, dass du weit über dem hinweg bist jetzt, schon wirklich als gesunder Mensch optimistisch schauen kannst, gesund alt zu werden. Also wenn man das sieht und auch eben diese ich würde jetzt von biopsychosozialer Resilienz, diese Widerstandskraft, die irgendwann mal weg war, scheinbar, ja. Und wenn ich das jetzt betrachte, würde man sagen, ist ja fast nicht zu glauben. Ich glaube, selbstverständlich. Und eigentlich, für solche Leute müsste man eigentlich Diplome verteilen können. Das finde ich immer, dass man kann eine Arbeit schreiben oder was weiß der nicht, und dann bekommt man irgendein Zertifikat oder ein Diplom oder ich weiß auch nicht, für so etwas nicht. Und dabei ist ja das, ich glaube, es ist viel anstrengender und aufwendiger, als irgendeine Arbeit zu schreiben oder eine Forschungsarbeit zu machen. Mhm. Ist meine Einschätzung. Ich finde, so viele Leute hätten das verdient. Hoffnungsvoll, weißt du, das ist auch für den Zuschauer zu sehen. Mein Gott, ich kann es nur sagen, wo sie gestanden ist, und wo sie heute ist, ist ja für mich einfach großartig. Ja. Noch ein Punkt, du hast vorher noch das Umfeld angesprochen. Und da hat mir der Dr. Burzler, der da war, auch eine Statistik gezeigt über die Sozioepigenetik. Da habe ich nur gestaunt, dass ein einsamer Mensch gegenüber einem Menschen, der ein familiäres, gutes Umfeld hat, eigentlich 70% weniger Chancen hat, wieder gesund zu werden gegenüber dem. Also wie bedeutsam dieses soziale Umfeld ist. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Wir bewegen uns hier ja in einer Messung quasi naturwissenschaftlich. Sozioepigenetik, also das, die Wechselwirkung von außen auf mich und ich auf andere, ist vielleicht nicht naturwissenschaftlich, aber sozialwissenschaftlich. Messen kann man es aber immer in der Biologie auch, wenn man das mag, wenn man mag. Das was das für eine große Rolle spielt, die ganze die Epigenetik um uns herum, jetzt nicht nur die Labormessung, die gibt uns Werte, was können wir jetzt im Moment tun, aber damit es nicht wieder so wird, ist dann die Fragestellung, können wir quasi im biopsychosozialen Umfeld und im weiteren Umfeld, was können wir da Gutes für uns tun? Warum ich immer von biopsychosozial spreche, ist, weil das bestimmte Disziplinen sind, die man quasi verwissenschaftlichen kann. Für uns, und wir sind ja Praktiker auch, ja, und wir sind sehr gerne Praktiker, wissen ganz genau, dass in der Beratung oder in der Behandlung von Menschen andere Dinge mit auch eine riesige, mindestens gleich riesige Rolle spielen. Ich spreche da zum Beispiel von Spiritualität. Die ist jetzt nicht messbar hier drin, aber die Auswirkung davon kann ich vielleicht im Positiven sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier spielen dann ganz, ganz viele Faktoren mit eine Rolle. Ich denke, wenn ich an einen lieben Bekannten, ich glaube von uns allen denke, ich denke Professor Hartmut Schröder zum Beispiel, der den Begriff der Kulturheilkunde eigentlich sehr, sehr prägend einsetzt. Aha, dann ist die ganze Kultur, wo Soziales und Eigenes, Psychologisches mit eine ganz, ganz große Rolle spielen, wo man schaut, kann ich mit Kunst gesund machen? Kann ich mit Worten gesund machen? Mithelfen, gesund zu machen?
würden wir überall Ja sagen. Ich denke auch Dr. Burzler, der hier war, oder Dr. Hippe, die hier war. Ganz, ganz viele Menschen, die das wirklich aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachten, aber auch in der Praxis entsprechend sehen und umsetzen. Mhm. Gesundheit ist immer das, was uns heilt. Auch die kranke Ecke, in Anführungszeichen. Klar. Und das soll uns dazu verhelfen, dass wir so viel Potenz und so viel Kräfte zur Verfügung haben, damit es die Spur nicht so leicht verlässt, ja, diese Gesundheit. Ich glaube, wenn ein Mensch sehr, sehr eine hohe Verfügbarkeit dieser biopsychosozialen Resilienz hat in sich, hat er auch, wir haben das irgendwann in einem Gespräch auch mal gesagt, hat er sowohl vielleicht eine gute Mischung aus Empathie, also das Einfühlungsvermögen in andere, als auch und insbesondere in die Empathie, also in die das eigene Einfühlungsvermögen. Ich unterstelle ja jeweils gerne, ich hoffe, ich werde jetzt nicht da durch die Gegend geprügelt, aber ich unterstelle gerne, uns geht so in der Praxis, dass Frauen und Männer tatsächlich andere Wesen sind. Wissen wir anatomisch, vielleicht auch psychologisch, aber diese Einschätzung, wenn ich eine Frau, das ist jetzt sehr salopp, ja, aber häufig, wenn ich Frauen frage, wie schätzen sie sich da und da ein, dann können die das so sagen. Besser, hä? Die treffen unglaublich gut. Vielleicht so, dass man sagt, ja, brauchen wir überhaupt Folgemessungen oder nicht, weil die sind so, die können sich so gut tarieren. Und bei uns Männern sehe ich dann oft, dass die sagen, naja, es ist so, ich nehme mal an, oder was weiß denn ich überhaupt. Und die sind sehr dankbar, wenn sie mal eine Messung haben, die jetzt aus die naturwissenschaftlich belegt ist, dass sie sagen, aha, ich habe jetzt dieses biologische Alter scheinbar und dann, oder diesen Stress, ja, scheinbar. Und dann sind sie auch gerne bereit zu sagen, nee, das möchte ich jetzt anders haben und wieder nachgemessen zum Beispiel. Ganz interessant. Wir gehen mal in die Daten rein. Das ist Ihre eigenen Daten gewesen, oder? Wie sich ernährt. Dann überfliegen wir und gehen in den Überblick der Lebensstilparameter, das jetzt wieder aus dem Labor gekommen ist, oder? Mhm. Die Lebensstilparameter sind Auszüge aus dem, wie ernährst du dich jetzt zum Beispiel, das hast du ja in einem Fragebogen gemacht, wie sind die Lebensstile, wie sind die Rhythmen da vertreten. Und das wird immer, das korreliert dann immer, das messt man eigentlich immer von einem Normwert heraus. Mhm. Hier wird eigentlich nur mal Standard geschaut, ist das gleich wie bei 300.000 anderen im Mittelwert, Frauen in diesem Alter, in dieser Gegend, zum Beispiel in dieser Region, oder ist es eine große Abweichung? Und jetzt, wenn man sehr gesund ist und einfach gesund bleiben möchte und vielleicht die Gesundheit noch stärken, sind ganz viele Tipps und Ratschläge vertreten in dieser Auswertung, die etwa 30, 40 Seiten stark ist, mit was kann man alles Gutes tun, damit diese Ampel von Orange auf Rot geht. Mhm. Wenn es jetzt so ist, dass man sagt, ich habe aber eine Lebensgeschichte und eine Fragestellung, kann man das sehr gut verwenden, dann weiß der Therapeut, weiß, wo muss ich ansetzen, dass die Gesundheit wieder sehr dynamisch und gut, dass alles gut funktioniert hier drin und würde dann ganz andere Fragen vielleicht noch dazu stellen. Was bedeutet hier jetzt diese Anfälligkeit für Infektionen und Entzündungen? Ich meine, sie hatte eine Operation, da sind Entzündungsprozesse noch da, das müsste ja ein anderer Parameter sein. Ja, wie man es nimmt. Also wir haben hier eine Anfälligkeit für so Entzündungen und das sehen wir jetzt rot. Ja? Und das ist im Moment rot. Rot heißt, die Ampel ist auf rot. Das ist vielleicht noch gar nicht schlecht oder gut, aber es ist mal auf rot. Und wenn es jetzt so wäre, das heißt, Moment, ist jetzt gerade eine Verletzung da, die sich träge verhält, die nicht optimal läuft, könnte man sehr gut das mit dem Ja beantworten und sagen, okay, jetzt müsste man, meine Einschätzung, da müsste man sagen, wir würden ein halbes Jahr später diesen Parameter messen, mit dem sind jetzt alle Signale wieder auf grün zum Beispiel. Nicht das, was hängen bleibt, in Anführungszeichen. Es gab schon Untersuchungen dazu, also in der Praxis dann vor allem, wenn man das vergleicht, dass ein Mensch sagt, der hat einen chronischen Stress zum Beispiel und das hat man runtergefahren, man hat alles gemacht, was irgendwie ging, bis man dann festgestellt hat, dass quasi die Software hängen geblieben ist. Nicht im Labor, sondern hier drin. Ja. Wenn ich das alles vergleiche mit dem, dass ich sage, ich habe ein Softwareprogramm und irgendwas ist auf angeklickt, ja, das Word, ich will keine Werbung haben, also das Word kennt man, das läuft und das Excel läuft, aber das Outlook nicht, dann habe ich vieles auf grün und etwas nicht auf rot, das vielleicht laufen müsste und das kann so quasi ein
sich eingeschlichene Prägung sein. Und das kann man tatsächlich wieder auftriggern. Ich habe jetzt mal das PDF geändert. Das erste war 21 Seiten mit all den Erläuterungen, die ihr gesagt habt. Das ist alles vom Labor. Tipps und Ratschläge und so weiter, genau. Dass ihr auch diesen einen roten Punkt noch ins Grüne bringt, gell, bitte? Aber hallo. Ich habe jetzt das nächste geöffnet, die Evaluierung Ihres Ernährungs- und Lebensstil-Fragebogens. Das ist das, was sie ausgefüllt hat, oder? Genau. Hier geht es eigentlich nur darum, um das auch vor Augen zu führen, damit wir sehen, dass die Person sich bewusst ist, frühstückt sie, wenn ja was und so weiter, damit sind Strukturen vorhanden und die werden wieder abgeglichen von einem Normwert. Und wenn der sehr stark abweicht, dass man sagt, ich esse dies und jenes nicht zum Beispiel, dann ist es ja für den Berater, für den Therapeuten, ob jemand gesund ist oder krank und diese Gesundheitsressourcen aufbauen, vielleicht noch sehr wichtig, dass man dann die Details abfragt. Warum ist das so? Wenn ich mag gar nicht oder ich habe als Kind zu viel gegessen, ich weiß es nicht. Das heißt, es ist per se mal noch nicht ganz schlecht. Man muss erst nachfragen, wie es quasi im persönlichen Verhältnis entsprechend ausschaut. Wenn jemand jung und kräftig und dynamisch, wie wir alle sind, in Anführungszeichen, dann kann man aber sehr gut sagen, nee, ich möchte das eigentlich schon für mich selbst austarieren. Dann geht er quasi in seine eigene Handlung. Die Tipps und so weiter sind alle schon gegeben hier drin. Die sind dann auch so, dass sie Forschung und Wissenschaft, dass sie dem entsprechen, selbstverständlich. Es ist nicht einfach so, ja, machen wir mal. Das sind alles mit Forschungsergebnissen hinterlegte Tipps und Ratschläge. Die Infektionsanfälligkeit kommt hier wieder, aber da ist die wertvolle Zusammenfassung. Sie ist eigentlich genau im Durchschnitt der eigentlich hinterlegten Datenbank, Alter und geschlechtsspezifisch. Sehr gut. Also jetzt haben wir quasi wir haben etwas, wo man sagt, aha, da ist was, in dieser Straßenabfolge ist etwas noch nicht alles auf grün, aber wie ist dann der Gesamtmix so? Und das ist alles gut, es ist alles wunderbar. Das kann auch im Rahmen einer Behandlung zum Beispiel, kann das sehr, sehr entspannend wirken für sowohl den Therapeuten oder die Therapeutin, als auch den Kunden oder den Patienten, dass man sagt, wir sind in der guten Spur, es läuft richtig. Wenn ich hier so durchgehe, Ernährungszustand top, Hydrationsstatus gut, dann haben wir hier Verletzungsrisiko und Regeneration, das ist so gar keins. Belastungsniveau ist ja auch gut. Du bist belastbar geworden, Frau Klopp. Er hat Mikronährstoffe aufgefüllt, gell? Herrlich, das war natürlich wirklich da. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur so kommt. Ich glaube, da wurde sehr, sehr viel gearbeitet. Ja, natürlich und seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren vieles getan. Wenn ich aber das Ergebnis sehe, dass auch die Telomerlänge sowas von, dass du so viele Jahre biologisch jünger bist, als du im Papier bist, mit einer ganzen Lebensgeschichte, das finde ich sowas von toll. Deswegen sind wir beide so angetan von quasi der Potenz der Gesundheit. Wie viel Spaß das machen kann, wenn man gesund ist und wenn man quasi auch gerne was dafür tut, weil gesund ist schon spannend. Ja. Ja, heute redet ja auch niemand mehr über dieses große Thema, sondern du musst heute beweisen, dass du nicht krank bist. So krank sind wir heute. Genau, schon. Es ist ja eine pervers, ist wirklich in sich völlig verdreht. Absolut. Hier auch noch die kardiovaskuläre Fitness, auch da beneidenswert, Entzündungsprozesse, das ist aber super gut, oder? Genau, also wie ist die Situation im Rahmen von in dieser Abfolge von Entzündung? Würde das funktionieren, wenn es eine Entzündung braucht und würde sie auch wieder zurückgehen und so weiter? Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Muskelstatus, was ich gesehen habe, vielleicht nochmals eins zurück, was ich jetzt hier gesehen habe. Nee, habe ich nicht gesehen. Kardiovaskulär war klar. Kleine weiter, habe ich da irgendwas? Gehen wir auf die andere Seite. Alles gut. Hier, ganz interessant eigentlich, um auch zu schauen, gibt es da was? So quasi gibt es hier Motivatoren. Das hat jetzt was zu tun mit Körperleistung abrufen, zum Beispiel. Das ist ein anderer Panel, der jetzt damit eingepflegt ist. Aber es ist doch spannend. Es gibt ein Gen, das einen Hinweis darauf gibt, ob sie beim Sport leicht abnimmt oder nicht. Das ist, was da alles Wissenswertes da ist. Es gibt ein Gen, das uns zeigt, wie motiviert wir sind, Sport zu betreiben. Siehst du, das ist ja gar nicht so schlimm bei dir. Naja. Geht ja, du jammerst mehr. Wichtig ist, glaube ich, dass wir das auch in Relation. Hier ist es natürlich ein Sport, es ist eine Möglichkeit, ein Sportpanel zu analysieren. Hier, es geht natürlich auch um Bewegung. Mhm. Ja. Also jetzt nicht nur
Kegeln oder Minigolf oder Skispringen oder ich weiß nicht, Joggen, sondern ja, geht es um allgemeine Bewegung. Und wenn es das so ist, dass man sagt, aha, es gibt ganz bestimmte Wege, die uns zum Beispiel in der Biologie selbst, die uns in eine Traurigkeit führen können, wenn diese Ampeln nicht stimmen, jetzt nicht hier in der, aber es gibt solche Laborauswertungen, die hier jetzt nicht gemacht werden, aber die der Arzt, die der Mediziner vielleicht im Rahmen oder der Psychiater zum Beispiel, wenn er sagt, jemand hat eine starke Depression, dass er hier nachschauen kann, sind hier in dieser Achse, wo das, dieser Stoff produziert werden sollte, sind die alle auf grün. Und es ist schon interessant, was man heute alles machen kann, dass man schnell sehen kann, aha, Moment, das ist ja auf rot. Und was hier insbesondere bei der Gesundheitssuche, bei der Messung durch die gesunde Stadt, dass da mit einerseits dieser Panel zeigt, hier ist rot, hier ist grün. Ja? Und wenn was auf rot steht, was auf grün stehen sollte, dass hier im Labor schon quasi geschaut wurde, welche natürlichen Stoffe aus Gewürzen oder Pflanzen oder wie auch immer, welche Moleküle matchen so gut, dass die diese Funktion quasi wieder auf grün stellen können. Sagenhaft, ja, finde ich ja. Deswegen sind wir auch dankbar, dass wir das zeigen dürfen als ein mögliches Tool, um die Gesundheit zu gut zu messen, vielleicht auch zu interpretieren, dann auf den Menschen bezogen. Aber hier sind's, das ist eine Stadt und die Straßen gibt's und die kann man rausmessen und da kann man sich sehr, sehr viel schon mal Gutes tun. Mhm. Vom Sportstil her glaube ich gelesen zu haben, dass du Krafttraining, dass dir das gut tut. Und das weil liegt mir auch mehr. Kraft. Das ist der Unterschied Mann-Frau. Genau. Sie weiß, der was ihr gut tut. Wir tun es über den Kopf. Gell? Genau. Ich habe noch das letzte aufgemacht, und zwar das physiologische Stresslevel. Und hier sehen wir es jetzt noch nicht ganz im Grünen, aber ich sehe schon ein bisschen Grün drin da. Also auf jeden Fall war sie da ganz deutlich im Stress früher, akuter, chronischer Stress. Und sie ist jetzt so ganz deutlich belastbarer geworden, du. Ja, wenn wir von Stress sprechen, von dem, den man messen kann, man kann aus Urin und Blut und so weiter, kann man sehr viele Stressoren messen. Und hier ist es jetzt einfach so, ist die Kaskade, die alle Stressoren wecken würde, Stress ist ja nicht schlecht. Im richtigen Moment und auf kurze Zeit ist das perfekt, ist das überlebensnotwendig, sonst wären wir alle nicht hier. Wenn das aber so ist, dass wir permanent gestresst werden oder uns stressen lassen, kann, muss man halt schauen, wie was wo, dann ist es einfach nicht ganz gesund, weil die ganze Aufräumen, also früher hat der Paracelsus gesagt, der Archäus, also der innere Arzt, kann dann seine Arbeit nicht so gut verrichten, wenn wir schlafen, dann sind wir still, dann fegt er durch und räumt auf und repariert und so weiter. Finde ich ein schönes Bild, darum ist der Schlaf auch so wichtig. Ganz wichtig, dass diese Kaskaden funktionieren, sehr gut in den Stress gehen, sehr gut wieder rauskommen, ja, damit das rauskommt, damit dann der Archäus wieder seine Arbeit machen kann, dieses gute Aufräumen. Ich bin hier natürlich einerseits hell begeistert, man sagt, das ist, wenn ich es nicht wüsste oder nicht wüsste, dann würde ich sagen, ja, sie kommt vermutlich direkt aus der Karibik, nehme ich mal an, tiefenentspannt. Es zeigt einen akuten Stress an. Der akute Stress ist aber so, dass man sagt, okay, das, ja, sorry, also eben, es ist nicht immer, wir sind jetzt alle nicht gestresst. Stress gehört zum Leben, aber die andere Seite mindestens so fest dazu. Mhm. Ein gutes Tool, das uns geholfen hat zu überleben, was nie passieren sollte, ist quasi in den chronischen Stress zu fallen. Mhm. Wenn wir hier die Folgen anschauen, also wir können messen oder ist die Kaskade aktiver Stress oder ist im Moment ein Stressmoment da, das war angezeigt mit dem, ja, ist da, aber geht, bis hin zum chronischen Stress. Ich glaube, das haben wir auch schon gesehen, dass man sagt, aha, das ist zu lange hoher Druck. Wir wissen noch nicht, woher der Druck kommt, aber wir müssen ja erstmal ablesen, aha, im Rahmen der Gesundheit ist der Druck da zu hoch. Das heißt, diese Kaskade müsste man eigentlich gut angreifen, aber hier ist eigentlich das Wesentliche und Mitwichtige, dass hier verschiedene epigenetische Marker genommen wurden, um zu schauen, was hat das für einen Einfluss auf die Zukunft. Ja. Und wenn man das sieht, dann bin ich ja schon fast neidisch. Ja, super. Fast neidisch.
Und wenn was Sie kann optimieren, da steht dann auf der letzten Seite, mit welchen naturheilkundlichen Produkten Sie arbeiten könnten, wo es die Nase ganz neu ist. Ein bisschen Rotwein mit mir zusammen trinken am Abend ist sehr gut. Den gönne ich dir. Das ist auch wieder etwas, wo wir sehr dankbar sind. Wir müssen gar nicht alles im Kopf behalten, sondern das ist wirklich gut ausgewählt gelesen. Es ist wissenschaftlich geprüft und man sagt, aha, für dieses Signal, das vielleicht rot noch steht und so weiter, helfen die und die Moleküle, diese Wirkstoffe aus diesen natürlichen Pflanzen, aus diesem Lebensmittel und so weiter, dass man dann zum Beispiel vermehrt einnehmen kann. Und wo bekommt man diese Dinge? Ich glaube, in den Lebensmittelläden. Oder wenn es heißt, ich bräuchte etwas mehr, dass man in Drogerien, Apotheken nachschaut. Es geht so weit bis hin, dass man zu personalisierter Mischungen und so weiter gehen kann. Es ist alles vertreten. Wenn es dann darum geht, und man sagt, aha, es ist jemand nicht ganz gesund und wir wollen die Gesundheit stärken, dann hilft das natürlich hin und wieder, wenn man es etwas verdichtet nehmen kann, auch wieder natürlich nach Vorgabe. Wenn aber jemand jung wie du ist, jungkräftig, also nach der Telomerlänge sehr jung, dann ist es so, dass man sagt, okay, eigentlich hättest du selbst in der Hand, du kannst tun. Einfach nur schon mit der Analyse, ich kann da schon sehr so viel Gutes tun. Und darum sind wir sehr begeistert von diesem Instrument eigentlich. Ja, und weiter so. Das ist ja auch eine Bestätigung, dass du vieles gut machst. Also finde ich auch noch wichtig, zum Schauen, ich bin auf dem richtigen Weg, so wie ich es tue. Und alles andere kannst du noch ein Zyklus obendrauf machen, aber viel mehr, also ist perfekt, machst du gut. Wenn ich jetzt das noch was zusammenfasse, die Epigenetik, was immer wieder heißt, wir sind unseren Genen ausgeliefert, es wird so, wie es schon immer war, wir haben das geerbt. Heute wissen wir, dass wir über epigenetische Ablesevorgänge so optimieren können, dass wir die genetische Vererbung auch verändern können. Ist das richtig? Also die genetische Vererbung können wir nicht ändern. Stell dir mal vor, du hast ein Softwareprogramm, das heißt XY, und an dem, das gibst du dann, das kopierst und gibst weiter, sagen wir das sehr vereinfacht. Aber was du damit tun kannst, ob du es ausschaltest oder immer aktiv einschaltest oder viel zu lange verwendest, das sind dann Einflüsse, die mich ja zu dem machen, was ich bin. Und das kann zum Teil in die rote Richtung gehen oder es kann grün bleiben und gut bleiben. Das haben wir tatsächlich in der Hand. Ich meine, dass du auch mal gesagt hast, dass dann sind wir ja gar nicht sowas von genetisch ausgeliefert, was ich dann sehr begeistert zugehört habe und sagen, ja genau. Es gibt Dinge, die sind genetisch defekt und da kann ich epigenetisch nichts tun. Wenn jemand ein Gen zu viel oder zu wenig oder diese Dinge hat, dann ist das genetisch, diese Erkrankung. Hier sprechen wir nicht von dem, hier sprechen wir von einer Genetik und von dem, was ist alles auf on und ist aktiv, was ist auf off und ist passiv. Wenn es jetzt ein Alterungsgen gibt, was es ja gibt, es gibt eine Kombination davon, dann sind wir ja froh, wenn das nicht permanent auf Vollgas läuft, ja. Und das ist ja auch nicht das Ziel des Lebens selbst, dass man sagt, schnell mal runterarbeiten, sondern dann ist irgendwas passiert, das da die Weichen quasi auf Vollgas gestellt hat. Und das kommt jetzt nicht in dieser Auswertung vor, aber es sind ganz viele solche Dinge, wo man sagt, aha, heute wird ja schon herum philosophiert, werden wir irgendwann ewig leben oder ich weiß nicht wie was. Und dann greift man immer quasi aufs Genom zurück und sagt, aha, wenn wir einfach dieses Ding rausnehmen, ja, dann funktioniert es ja so, ja, und dann hat man, das wäre theoretisch möglich, aber dann hat man ganz, ganz viele tausende Überlegungen nicht gemacht, weil wir können leider, manchmal ist es auch gut, aber wir können leider ja nur zweidimensional denken. Das kann der Mensch, er kann nicht mehr. Das müssen wir eigentlich mal abhaken und sagen, mehr als über zweidimensional können wir nicht denken. Jetzt werden Software-Dinge gebaut, jetzt werden Systeme gebaut, die einfach viel schneller zweidimensional denken oder rechnen können oder mehrdimensional dann mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und so weiter. Und wir sind immer noch so weit weg von dem, dass wir das verstehen können. Wir haben Laborparameter, die finde ich fantastisch und brillant, die können wir noch verstehen. Wenn du mich fragen würdest, was steuert denn, dass dieses Epigenetische rauskommt, dann würde ich sagen, das weiß kein Mensch. Das ist ja auch spannend. Also wir können Dinge messen, aber letztlich darüber
haben wir doch alle keine Ahnung. Und ich finde das Händereiben toll. Mhm. Gott, ist das toll. Wir haben doch, wir wissen viel, haben aber keine Ahnung eigentlich. Und das macht es lebenswert, das macht es erstrebenswert. Ist toll, dass wir weiter forschen, entwickeln dürfen, aber vielleicht nicht immer nur durch die Wissenschaftsbrille, sondern Leben erklären kann man nicht, geht alles nicht. Alles, was wir abschauen und kopieren konnten, können wir erklären. Was das Universum vorgegeben hat, können wir immer noch nicht erklären. Mhm. Sonst müsste mir jemand sagen, was Raum ist zum Beispiel oder was Zeit ist. Man kann das in der Physik, gibt es Definitionen, sagen, ja klar, damit man es rechnen kann. Aber was Raum ist, in dem wir eigentlich sind, das weiß doch kein Mensch. Ja, und das macht es interessant. Absolut. Absolut. Also ich sehe innerhalb der Epigenetik heute einen sehr wertvollen Parameter, auch für Menschen, die jetzt nicht in der Gesundheit stecken, aber eigentlich alles machen wollen, um möglichst viel Wissen zu haben, um in die richtige Richtung zu tendieren. Aber hier sehe ich ein Werkzeug, insbesondere für die gesunden Menschen, einfach einmal eine Standortbestimmung zu machen und zu sehen, ist irgendwas auf Rot oder Gelb, bevor daraus irgendwas existiert. Korrekt? Ja, perfekt. Das wäre eigentlich die Intention, das wäre optimal. Wenn ein Therapeut gemeinsam mit dem Patienten selbst sagt, ich mache auch so einen Marker, damit wir möglichst schlank immer hin und her in der Stadt fahren können, damit alles auf grün ist, damit wir uns dann die Kräfte sparen können, um beim Kranksein und so weiter da etwas mehr investieren zu können, dann ist das okay, aber das ist dann immer eher ein therapeutisches Handeln. Wir sind ja hier da, um zu sagen, nee, wir wollen Gesundheit fördern und stärken, so viel als möglich. Natürlich auch, weil wir wissen, dass der Mensch selbst und seine Gesundheit heilen kann. Kannst du mir noch etwas sagen für unsere deutschen, Österreicher, Schweizer Zuschauer oder auch Leute, die aus nah und fern hier zuschauen? Wie komme ich zu so einem Test? In der Regel ist es so, dass man da so Testsets bestellen kann. Du hast gesagt, es braucht ein oder zwei oder drei Blutstropfen. Einer hat gereicht. Ja, das braucht es. Kann man ja auch selbst tun, denke ich so. Und dann wird das dann aufbereitet, je nachdem, was für eine Fragestellung, was für ein Panel, das man da bestellen mag. Von einfachen Stresspanel, den ich zum Beispiel auch sehr empfehlen kann, wenn man sagt, ich möchte einfach schauen, ist mein System gestresst, schon über lange Zeit oder nicht? Und was könnte ich dagegen tun, wenn es dann an? Finde ich eine einfache Fragestellung, die so wichtig ist, so effizient im Rahmen der Förderung der individuellen Gesundheit. Dann bekommt man das zugeschickt, man macht das. Wo kriege ich das? Je nachdem, wenn man im EU-Raum ist, dann kann man direkt beim Labor bei Health Biocare das tun. Wenn man im Nicht-EU-Raum ist, wie in der Schweiz zum Beispiel, dann kann man das bei swiss-healthbiocare.ch bestellen, damit das logistisch einerseits und auch von der Kundenbetreuung andererseits auch so sauber aufgeräumt und bereit ist. Ja. Super spannend. Also werden sicherlich auch bald viele Therapeuten und Ärzte sich bei euch melden, um solche Sachen einzufordern, um ihre Patienten letztendlich auch noch besser begleiten zu dürfen. Wir sind behilflich, so groß, so gut wie wir das können, auf jeden Fall. Letztlich ist jeder Therapeut dann und auch jeder in sich selbst natürlich, das Lesen ist nicht mehr schwer. Ja? Was alles dahinter steckt, ist unglaublich, was das Labor da gemacht hat und das Forschungsteam und uns so aufbereitet, dass wir sagen, wir können ganz einfach können wir das eigentlich lesen und mit so einem großen Effekt. Ich danke ganz herzlich. Liebe Sandra Speich, Professor Dr. Urs Gurber, herzlichen Dank. Danke auch dir. Statist. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. War mir einfach ein großes Bedürfnis, Ihnen das aufzuzeigen, wie man auf einen einzelnen Bluttropfen, den man noch selber abnehmen kann, auf ein Fließblatt draufdrückt und einschickt, und was man da aus dem Labor alles für Werte herauslesen kann, die einfach uns zeigen, wohin es mit der Reise von unserer Gesundheit geht. Sind Ampeln auf Gelb oder so auf Rot und man kann agieren, bevor irgendwas Schlimmes daraus entstehen würde. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.